Heute gibt es eine UFO-Pizza. Was wir dafür benötigen, zeige ich euch hier. So, erstmal Pizzateig. Ich habe mich für den ersten Test dieser Pizza für die Fertigvariante entschieden. Geriebenen Mozzarella, eine Frühlingszwiebel, ein Ei, Salami, ihr könnt auch Schinken nehmen, was euch schmeckt, Mini-Mozzarella, frische Champignons, etwas Basilikum, auch frisch gezupft, Tomatensauce, praktischerweise die, die bei diesen Fertigteigen ja dabei ist, ganz wenig Salz, Pfeffer und ja, da habe ich ihn noch nicht im Bild, um diese Tomatensauce ein bisschen nachzuwürzen, nehme ich gerne noch etwas extra Oregano. Dann einen Pfannendeckel, der wird später noch zum Einsatz kommen, und zwei Strohhalme, schnell noch kaufen, bevor sie verboten werden. Den Fertigteig zwischen zwei Lagen Backpapier noch ein wenig ausrollen, so, dass er die Breite des Pfannendeckels hat. Das hier ist ein 24er Deckel. Genau wie beim Plätzchen zubereiten, schön andrücken, ein bisschen hin und her juckeln und dann kann man den Teig außen abziehen. Da habe ich später noch kleine Mini-Pizzen draus gemacht, ja, weil da bleibt ja einiges übrig. Das Ganze dann mit dem anderen Teig wiederholen, so dass wir dann zwei identische runde Pizzaböden haben. So, der erste belegt sich jetzt mit den Zutaten fast von selbst. Da sind noch Oliven, die waren am Anfang nicht im Bild. So, und den Rand nun mit Ei einpinseln, ja, auch von dem zweiten nicht belegten. Dann die Strohhalme ansetzen, da reicht eigentlich auch einer. Und zwar so, dass die Austrittsöffnung, die auf der Pizza aufliegt, schön frei ist. So, die kann man sogar noch ein bisschen hochklappen, die Luxusvariante. Jetzt einen Teig auf den anderen legen und den Rand umbördeln. So, das ist ein bisschen friemelig. Und wenn die ganze Pizza umgebördelt ist, dann mit einer Kuchengabel noch schön zum Rand so ein bisschen hochziehen. Das verschließt ihn dann noch mal ein bisschen besser. Und ruhig auch hier nochmal mit Ei drüber gehen zur Sicherheit. So, jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze aufblasen können. Das klappt ja mehr oder weniger gut. Wie gesagt, das war der erste Versuch, sowas mal zu machen. Und man muss sehr schnell sein, um das Ventil von den Strohhalmen dann auch wieder zuzubekommen und auch sicher sein, dass sonst nirgends ein Leck ist, wo die Luft entweichen kann. Das Ganze jetzt vorsichtig auf ein Backrost ziehen und bei 200 Grad Umluft im Ofen 15 bis 20 Minuten backen. So kam sie dann raus, hat noch etwas Luft verloren leider. Aber von der Seite erkennt man noch durchaus gut die UFO-Form. Ja? Und der Deckel ließ sich auch prima abschneiden. Das Ganze mit frischem Basilikum dekoriert. Diese Zubereitungsvariante ist auch dem Geschmack ziemlich zuträglich, da in dieser geschlossenen Kuppel die Aromen nicht entweichen, sich sehr gut verbinden und die Pizza sehr geschmackvoll macht. Ja. Wäre die Kuppel sehr viel höher geworden, dann hätte ich die Pizza Heinzelmann-Pizza genannt und nicht UFO-Pizza, denn wir alle wissen ja, es saugt und bläst der Heinzelmann. Frau Hoppenstedt, es saugt und bläst der Heinzelmann. Wo Mutti sonst nur blasen kann. Ja, vielen Dank, Frau Hoppenstedt. In diesem Sinne auch dieses Mal beim Nachmachen. Bon Appetit.